Hey und herzlich willkommen hier zurück bei den Last Movie Heroes und ich durfte mir bereits den Film Venom ansehen. Damit ihr den so richtig einordnen könnt, der ist zwar von Marvel, spielt aber nicht direkt im MCU, sondern wird wahrscheinlich mal mit Spider-Man verknüpft werden, das ja auch bei Sony liegt, allerdings konnte man sich da so ein bisschen mit Disney einigen, deswegen spielt Spider-Man schon eine Rolle, was die Avengers angeht. Venom allerdings, der wird ein bisschen außen vor gelassen, ist so ein wenig eher als Standalone-Film zu betrachten. Der startet jetzt am 3. Oktober in den deutschen Kinos. Das heißt, heute, jetzt, wenn die Review draußen ist, könnt ihr ins Kino gehen und euch Venom ansehen. Erste Previews, die gab es ja schon gestern Abend. Jedenfalls geht es in Venom darum, dass ein Reporter, der heißt Eddie Brock, der ist auch so ein bisschen ein Loser, dem sein Leben geht so ein bisschen bergab. Dann kommt er zufällig mit einem Symbionten in Verbindung und die berühren sich und so. Der Symbiont ergreift Besitz von Eddie Brock und wird dann quasi zum Anti-Helden Venom. Und ich muss gleich mal vorweggrätschen und sagen, meiner Meinung nach ist es wirklich ein großes Problem, dass man den Film ursprünglich auf ein R-Rating abgezielt hat, also schon eine etwas brutalere Gangart, sich dann aber letztendlich für einen PG-13, also eher was für Teenager, entschieden hat. Wahrscheinlich hatte man einfach Angst, dass man da mit einem R-Rating nicht genug Geld einspielt, obwohl Logan ja eigentlich eher das Gegenteil bewiesen hat. Und ich glaube, man wollte auch irgendwie vermeiden, jetzt einen blutigen Venom-Film rauszubringen, wenn man den dann eben doch mit Spider-Man kreuzt. Ein Film für Teenager mit einem Film für Erwachsene zu kreuzen, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Deswegen wirklich eine schwierige Angelegenheit. Aber ich muss sagen, diese Brutalität, die mir hier persönlich in Venom irgendwie fehlte, die hätte den Film auch einfach gut getan. Und ich will nicht sagen, dass der Film gar nicht brutal geworden ist, aber Blut sieht man quasi so gut wie gar keins. Man bekommt zwar hier und dort mal einen Körper präsentiert, der durch die Gegend fliegt, allerdings fliegen dann ganze Körper durch die Gegend und nicht Körperteile und der Boden sieht immer aus wie geleckt. Also Blutspritzer, die da irgendwie noch groß hinterlassen werden, gibt es so gut wie gar nicht. Es gibt die ein oder andere minimal brutale Szene, wo man vielleicht auch mal so einen offenen Knochenbruch sieht oder so. Das ist aber kein selbstdarstellerischer Zweck, sondern es geht dann eben dabei darum, um zu zeigen, dass Venom sich selbst heilen kann, beziehungsweise dann im Körper von Eddie Brock sich selbst heilen kann und so. Für eine FSK 12 an sich fand ich den Film aber auch ohne Blut ziemlich heftig, vor allem wenn da mal der eine oder andere aufgespießt wird oder so. Hab ich also, ja, da hält sich irgendwie nicht so die Waage. Also entweder macht man es brutal und dann mit Blut und dann aber so richtig, oder man lässt es halt wirklich irgendwie komplett weg. Aber das war für FSK 12 bei mir zumindest eine Spur zu viel. Aber jetzt mal weg von diesen ganzen Freigaben und so. Im Film lernt man halt zu Beginn gleich mal Eddie Brock kennen. Und man sieht eben dann auch, wie ich es eben schon gesagt habe, diesen Absturz als Reporter. Da wurde die Origin so ein bisschen verändert und angepasst. Das fand ich jetzt nicht so störend. Allerdings ging mir dieser Absturz, es geht quasi gleich mit diesem Absturz los, der ging mir viel zu schnell. Da fehlte mir irgendwie noch so ein bisschen des Greifbaren Eddie Brock. Ich mag Tom Hardy, ich sehe den Schauspieler gerne, aber für die Figur Eddie Brock fehlte mir so ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit. Da hätte man sich vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen, um dann eben zu zeigen, wie es mit dem so wirklich ein bisschen bergab gegangen ist. Und auch Michelle Williams, muss ich sagen, die war mir völlig verschenkt. Also ihre Figur, die ist nicht toll geschrieben, die war völlig belanglos, die handelt auch nicht immer rational. Da gab es so die ein oder andere Szene, wo ich gedacht habe, so, hä? Also als Mensch mit gesundem Menschenverstand hätte ich jetzt nicht so gehandelt unbedingt. Bei Michelle Williams Figur kam mir das wirklich viel zu oft vor und ich fand auch irgendwie, dass Michelle Williams nicht so richtig in diese Rolle reingepasst hat. Vielleicht war sie hier auch einfach ein bisschen fehlbesetzt, denn vor allem die Chemie zwischen ihr und Tom Hardy, die hat überhaupt nicht gepasst und auch hier ging mir leider so ein bisschen was ab. Wesentlich besser von den Figuren hat mir dann der skrupellose Bösewicht Dr. Carlton Drake in Form von Riz Ahmed gefallen. Der hat wirklich ganz gut gespielt. Der bleibt einem zwar jetzt nicht unbedingt im Gedächtnis, wie das so bei fast allen Marvel-Bösewichten ist, außer Loki und Thanos sind so die einzigen, an die ich mich jetzt wirklich noch aktiv erinnern kann. Und der Rest ist halt wirklich so belangloser Einheitsbrei. Bei dem ist es fast ähnlich. Allerdings fand ich sein Motiv ganz interessant, wie er skrupellos vorgeht, warum er so vorgeht, was er vorhat und so. Das fand ich ganz gut. Riz Ahmed hat mir in der Rolle auch ganz gut gefallen, aber der beste Darsteller hier im Film ist natürlich ganz klar Tom Hardy, der hier eben den Film dann auch irgendwie trägt. Der macht das richtig gut als Eddie Brock, aber auch als Venom, dem er dann ja auch seine Stimme geliehen hat und erfüllt seine Figur irgendwie mit einem Hauch gespaltener Persönlichkeit. Das kam für mich als Zuschauer richtig gut rüber, wenn er dann immer
Gespräche quasi mit sich selbst führt. Und da muss ich sagen, das war wirklich die beste Casting-Entscheidung überhaupt. Ich finde das einfach ein toller Typ, ein wirklich richtig guter Darsteller. Und Tom Hardy hat mir hier in dem Film einfach, aber es war ja auch irgendwie zu erwarten, am größten Spaß gemacht. Ich meine, seine Figur, die bringt dann auch immer mal wieder ein bisschen Humor mit rein und einige Gags, die waren wirklich super lustig. Damit hätte ich jetzt hier vielleicht eben auch nicht gerechnet. Hätte halt eben ein super lustiger, brutaler Film werden können. So ist halt eben ein ziemlich witziger, Normalo-Action-Film geworden. Und wie gesagt, also die Gags, ich habe ein paar Mal wirklich gut gelacht. Das Kino hat sich generell amüsiert und so. Dadurch wurde der Film dann eben auch von vorne bis hinten auch wirklich ziemlich unterhaltsam. Aber die Story, die war dann vielleicht doch ein bisschen zu dünn. Ich habe es ja am Anfang angekündigt, da ging mir der Absturz von Eddie Brock ein bisschen zu schnell, aber auch so gibt die Story jetzt nicht so wahnsinnig viel her. Man lernt ein paar Motive kennen, ansonsten hoppt man von der Szene zu der Szene. Hin und wieder wird da mal Action eingestreut und mir war das einfach ein bisschen zu dürftig. Und bei der Action muss ich auch was sagen, die war jetzt irgendwie nicht sonderlich innovativ. Irgendwie hat mir hier so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt. Was mir aber ein bisschen mehr auf den Sack ging, war die Tatsache, dass das teilweise ziemlich schnell geschnitten wurde und man gar nicht so richtig wusste, wo ist jetzt was und wer, und man hat gar nicht alles erkannt. Also wenn dann die Effekte von Venom, der sich mitten im Kampf befindet, auf nahe Close-Ups und schnelle Schnitte treffen, dann wird es ein bisschen dürftig, hier dann noch den Überblick zu behalten. Und das hat mir ein bisschen leid getan. Man hat hier halt eben wesentlich mehr Wert bei der Action darauf gelegt, das alles schwungvoll aussehen zu lassen. Dafür ging halt eben ein bisschen von der Übersicht drauf und das fand ich ein bisschen unausgewogen. Das hätte ich mir auch ein bisschen besser gewünscht. Ansonsten sind die Effekte an sich natürlich richtig gut. Ich meine, das ein oder andere Auto, das crasht, das sah so ein bisschen physikalisch, naja, nicht so realistisch aus, aber an sich so Venom sah super aus. Der Symbiont, wie der sich bewegt, sah super aus. Das hat mir richtig gut gefallen. Was mir allerdings nicht gefallen hat, und das sage ich wirklich total oft, das war das 3D. Das ist wirklich so mit eines der schlechtesten 3Ds, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Es gab nicht mal wirklich Tiefenwirkung. Am Anfang vielleicht noch so ein bisschen, als man so ein Raumschiff im Weltall sieht, aber danach bekommt man von der Tiefenwirkung eigentlich so gut wie gar nichts mehr mit. Das Ganze ist auch eher dann so ein bisschen 0815, so Pop-Outs gab es wirklich absolut gar keine, die mir jetzt so ins Auge gesprungen sind. Da habe ich mich schon gefragt, also wenn ich jetzt wieder eine 3D-Brille brauche und Aufschlag dafür bezahle, dafür, dass ich den Film dann letztendlich nur in 2D sehe, dann fehlt mir immer so ein bisschen die Rechtfertigung, warum man sich das jetzt unbedingt in 3D reinziehen muss. So, ich habe jetzt aber auch wirklich genug herumgekrantelt und ein paar positive Dinge zwar erwähnt. Was auf jeden Fall wirklich sehr erfrischend war, ist, dass dieser Film einfach anders wirkt als die bisherigen Marvel-Filme. Liegt vielleicht auch daran, dass es eben Sony ist und eben nicht Disney, die den Film produziert haben. Aber man hat hier wirklich so das Gefühl, man bekommt hier mal einen Bösewichten näher beleuchtet, beziehungsweise einen Anti-Helden, wie er dann letztendlich dargestellt wurde. Und das hat mir ganz gut gefallen, mal so ein bisschen diese grausamere, brutalere, schrecklichere Seite zu sehen. Aber so ins Detail gehen darf ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, das war mal einfach wieder ein neuer, frischer, anderer Film im Marvel-Universum. Der letzte, der mir da in Erinnerung bleibt, war Black Panther. Der ist zwar nicht so lange her, aber davor fühlte sich doch alles so ein bisschen gleich an. Wobei Thor 3 eigentlich auch nicht. Ist ja auch egal jedenfalls. Hat mir so diese ganze Machart von Venom ganz gut gefallen. Allerdings, wie gesagt, ich fand es ziemlich schade, dass bis auf Dr. Drake und Venom die Figuren wahnsinnig wenig an Profil an die Hand bekommen. Da können die Darsteller eben auch nichts mehr rausreißen. Ist halt letztendlich dann irgendwie auch Fast-Food-Kino. Unterhaltsam, witzig, die Effekte sind ganz gut. Der Film ist auch kurzweilig, man kommt raus und fühlte sich gut unterhalten. Aber man sollte nicht zu viel nachdenken, sein Gehirn lieber ein bisschen draußen lassen und sich dann einfach von dem Film berieseln lassen. Man darf jetzt nichts wirklich Tiefgründiges erwarten oder so, aber ein Film muss auch nicht immer die anderen toppen. Ich erwarte auch nicht immer ein Feuerwerk oder dass der Film dann eben viel, viel besser ist als die anderen oder so. Das sind so Erwartungen, an denen stirbt ein Film dann gerne mal. Deswegen bin ich da ja ohne Erwartung einfach mal reingegangen, wurde gut unterhalten, aber ihr solltet halt einfach wissen, dass ihr jetzt nicht so diesen Nonplusultra-Film erwarten solltet, sondern eher so, ja, so wie die anderen Marvel-Filme auch waren, nur halt mit so einem kleinen, besonderen Etwas so. Das fand ich ganz gut. Übrigens ist es noch wichtig zu wissen, dass es zwei After-Credit-Scenes gibt. Die erste, die gibt es dann im Abspann. Die zweite kommt nach dem Abspann. Und vor allem die zweite war mal was völlig anderes. Die hat mir absolut Spaß gemacht. Die hat mir gefallen. Das war mal wirklich was völlig Neues im Kino. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber wenn ihr es seht oder so, bleibt auf jeden Fall nach dem Film sitzen. Da kommt nochmal eine sehr lange Szene. Ich glaube, das ging bestimmt nochmal so 2 oder 3 Minuten, was man da sieht. Aber ich fand das einfach nur cool, ja. Wollte ich euch ja einfach nur mal wissen lassen, dass, falls ihr euch dafür interessiert, bleibt auf jeden Fall im Kino sitzen. So, von mir bekommt Venom jetzt
Ja, ich habe sie lange nicht mehr rausgehauen, aber die Standard 7 von 10 möglichen Punkten, weil der Film halt eben, wie gesagt, kurzweilig ist, er macht schon Spaß, er ist unterhaltsam, er ist witzig, aber den Figuren fehlt es eindeutig an Tiefe, die Action war jetzt auch nicht so geil und ich hätte mir wirklich einfach gewünscht, dass man den Film hier mit einem R-Rating rausgebracht hätte. Vor allem, wenn man an den nächsten Teil denkt, der ja auch schon so ein bisschen den Leuten in den Köpfen vorschwebt, wer da der Gegner sein soll und so alles drum und dran. Ja, was ich da so im Internet schon gelesen habe, frage ich mich, wie dann, wenn ein zweiter Teil kommt, wie der denn bitte ohne R-Rating funktionieren soll, weil da eben dann zwei aufeinandertreffen, dann wird es eben eigentlich nicht mehr so schön und da dürfte ein bisschen mehr Blut durch die Gegend spritzen. Ja, wie gesagt, abwarten, wie sie das machen. Lasst mich gerne wissen, geht in den Film rein, lasst ihr es bleiben, hofft ihr auf eine unrated Blu-ray. Ich weiß nicht, ob die noch kommt. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, weil einige Szenen haben sich schon so ein bisschen angeboten. Wenn dann irgendwie ein Körper durch die Gegend fliegt und danach sieht der Boden aus wie geleckt. Es fühlte sich hier in dem Film einfach falsch an und ich hoffe, dass man hier eine blutigere, echtere Version noch nachlegt. Und ich bin mir auch sicher, wäre der Film blutiger und brutaler geworden und hätte er das sein dürfen, was vielleicht ursprünglich mal geplant war, hätte mir wahrscheinlich noch besser gefallen. Tom Hardy hat ja auch gesagt, dass seine Lieblings-40 Minuten aus dem Film ja leider rausgeschnitten wurden. So viel dann dazu. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Kino, falls ihr in den Film reingeht. Ich hoffe, ich konnte euch auch helfen mit der Entscheidung, ob ihr ins Kino geht oder auf die Blu-ray wartet oder es vielleicht einfach ganz bleiben lasst. Dann bin ich jetzt raus. Ich würde mich über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal.